Moin, mein lieber Eismann-Freunde, willkommen zu diesem Let's Play Train Simulator 2018 ist es mittlerweile, glaube ich. Wir stehen hier gerade in St. Peter-Mollins, sind immer noch mit der Allegra unterwegs, wie im ersten Teil auch schon. Ja. Mal gucken, wie es weitergeht. In die Türen zu gehen wollen. Ja, Rosalind ist eine sehr schöne Strecke, finde ich, geworden. Ja. Habe ich schon im ersten Teil gesagt, der einzige Teil, wo es laggt, ist Ruhr unten, weil du da mitten durch die Stadt fährst. Aber das war's auch. Hier, sowas liebe ich wie hier vorne. Da, diesen Gebirgsbach. Ich liebe so kleine Details. Viadukte auf der Strecke finde ich irgendwie süß. Ehrlich. Preis ist auch wieder ein Halt, wo locker jemand raus will. Erste Klasse, wunderschöne Idee. Ich habe nicht gesund, da muss ich ehrlich sagen. Ich muss das Spiel noch mal ein wenig leiser drehen. Die Steigung hier unten, 60 Promille oder so, keine Ahnung, was das hier unten heißt an Steigung, aber scheint schon ordentlich heftig zu sein. Deswegen zieht das Ding auch auf gerader Strecke, haut hier das auch so schnell ab. Einmal pfeifen wieder. Hier da vorne, da blinkt irgendwas.
ist wahrscheinlich so eine Bahnsteigslampe, keine Ahnung. Bin mir nicht sicher, ne? Bevor hier ein Unglück passiert. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob ein Ton kam oder nicht. Es eilt die Zeit. Keine Ahnung, wenn einer von euch Altdeutsch kann, kann er mir das mal bitte in die Kommentare schreiben, was das hier heißt. Ist nämlich so ein typischer Bug hier auf der Strecke, dass du keinen Haltewunsch angezeigt bekommst. Und da bin ich mir gerade nicht sicher gewesen. Deswegen habe ich gehalten. Hier so etwas moderner, hier hinten noch die alte Brücke dran. Auch hübsch. Das hier könnte ich sogar mit einem normalen Zug fahren. Die Steigung wahrscheinlich, denke ich mal. Laufen wir nochmal auf 30. Langwies, sieht auch sehr hübsch aus. Klingt sehr hübsch, ist hübsch. Ja. Kilometer sind es mittlerweile bis Arosa. Es liegt irgendwo da drüben, 10 Kilometer. Klein Langwies, schaue ich mal auf die Karte, wie so die Strecke verläuft. Wieder Strommasten. Welche wahrscheinlich zum Kraftwerk führen, wo wir vorhin vorbeigefahren sind. Den drücke ich mal nicht.
hätte es ja hier. Das ist eigentlich ganz hübsch hier. Ja. Der Traktorfahrer wartet. Sehr schön. Ich frage mich immer noch, was ist eine Blinklicht da bedeutet hat, gerade eben das Gelbe in St. Peter-Mollins. Oh, jetzt dürfen wir mal wieder nur 30 fahren, keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall stehen wir erstmal 2 Minuten in Langwies. Hier auch wieder wahrscheinlich ein alter Gletscher oder so, sieht nämlich so aus, geil aus. Fahren wir weiter 30, mit 33, Entschuldigung. Ja, hier, da haben wir das Problem, was ich vorhin angesprochen habe, der haut ja ab. Auf einer Geraden. Wenn es flach ist. Ja. Was soll ich denn dazu nur sagen? Schöne Strecke, schön ausmodelliert da hinten. Man merkt richtig, wie die Berge mittlerweile immer höher kommen und immer weniger Bäume und so Sachen. Hat man echt schön umgesetzt hier. So eine wunderschöne Betonbrücke. Spannbetonbrücke hier, da liegt sogar Schnee hier in der Kuhle. Oder? Ja, soll Schnee darstellen wahrscheinlich. Kam die Sonne über den Sommer nicht so hin. Da schneit, liegt da noch Schnee. In 1 Kilometer sind wir ungefähr da. Müssen wahrscheinlich einen Gegenzug oder so abwarten. Stopp! Was stopp? Ich nehme auf. Mach den Rollator hoch und komm runter zum Frühstück und auf. Jetzt nicht, ich komm später. Entweder jetzt oder gar nicht. Musst du mir wieder alles versauen wie beim letzten Mal? Nein, hab ich nicht vor. Wieso kommst du dann rein und redest? Und wenn ich Rollern hochziehe, sehe ich nichts. Weil ihr endlich mal in die Hufen kommt und aufsteht. Um
10 Uhr. Was ist denn das für eine Uhrzeit? Da bin ich schon lange wach. Seit 2 Stunden. Und ihr kriegt auch noch was von mir zu hören. Da unten. Wegen Handy. Ja, das lag nicht auf dem Tisch, wo ich es gestern hingelegt habe. Ja, deine Frau hat's weggeräumt. Ah. Kommt davon, wenn man mal wieder nur nichts Besseres zu tun hat als schlafen. Und meinetwegen mal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr schlaft so. Jetzt haben wir wieder 30, mal wieder. Wird langweilig. Hat bestimmt irgendwas mit Bahnübergängen zu tun, keine Ahnung. Wies scheint ein größerer Bahnhof zu sein. Ja, da ist auch ein Bahnübergang. Nur mit Funze, aber Bahnübergang ist Bahnübergang. Dieser Bahnsteig ist ein wenig sehr kurz. Das steigt ja in der Pampa aus. Was ist von Schwachsinn? Hilfe! Ihr seid komisch, ihr macht mir Angst. Hier ist ja wenigstens ein Bahnsteig. Jetzt schauen wir aber mal auf die Karte. Ja. Hier so Kurvengedöns, Kurve, 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 Kurve. Hier mal etwas länger gerade, dann hier so Serpentinen hoch. Hier ist Arosa. Und hier sind wir hinten. In Langwies. Ja, einmal fett lang vis-à-vis Viadukt.
Die scheinen beweglich zu sein, die Stromführungen. Bei den Steinkurven auch durchaus sinnvoll. Jetzt dürfen wir 33 fahren, da hinten 35. Einmal über das lange Visa Viadukt. Sieht aber ganz schön aus wie ein Viadukt. Sieht eher aus wie eine normale Brücke, oder? Ist lange Visa Viadukt, oder? Ja, ist es. Fahren. Ja, Ankunft. Zeit ist sehr interessant. Erstmal wieder pfeifen. Schön so ein Feldweg, so ein Trampelpfad drüber. Weiter hoch in die Berge. Erstmal hier wieder in die Kurve fahren.
muss locker irgendeinen Gegenzug abwarten. Den habe ich ja schon gesehen. Mal gucken. Erstmal weiter hochschleichen. War hier auch wieder sehr schön steil. Gleich erstmal wieder halten. Ja, 30. Wieder schön über die Straße. Wir sollten den Führerstand gehen. Stehen hier sogar zur Hälfte noch auf dem Bahnübergang.
Signal und Signal. Über Signale. Und jetzt knattern wir auch nach Arosa. Man kommt locker noch irgendein Bedarfszeit, wie ich das Spiel kenne. Weiter hier hochschleichen. Wunderschön. Sogar diese Zäune gegen Steinschlag und so haben sie hier hingebaut. Richtig geil. Schleichen wir weiter den Berg hoch. Mal wieder einen Bahnübergang übersehen. Schönen Screenshot gemacht. Ach, das ist meine Brücke. Erstmal wieder F3 anmachen. Hier auch wieder eine moderne Brücke. Auf jeden Fall erstmal hochschleichen. Geht hier schön den Serpentin, den Berg hoch. Hier führt auch eine Straße hoch, aber da könnt ihr in die Bahn schon ihre Schwierigkeiten hat, hochzukommen. Wie soll da ein LKW hochkommen? Wahrscheinlich gar nicht. Hier ist auch nichts los auf dieser Straße. Ja, Schweizer fahren ja generell viel Bahn, das ist viel schöner.
weiter hoch, fahren wir weiter hoch. Fast oben auf dem Berg drauf. Wunderschön. Noch 3 Kilometer. Bis ins wunderschöne Arosa. Fahren wir mal wieder 30. So. Ja, aber hier das hier oben finde ich geil, dass man das nachgebildet hat. Ist geil. Mir fehlt jetzt eigentlich schon noch eine vierteilige Allegra in der Wechselstrom-Variante für die Albula-Bahn. Oh. Ich kann nicht schmonnen, daher mache ich das nicht. Vielleicht kann es ja einer von euch ein vierteilig machen. Weil zwei normale Wechselstromabnehmer ist scheiße. Hier braucht man nicht schuppen, man sieht mich. Weit genug die Sicht, man sieht einen. Wow. Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Ich frage mich gerade, wer diesen Fahrplan gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass wir 3 Minuten zu früh ankommen. Uhr und 11:09 ist Abfahrt. Meine Güte, ist das lang. Erstmal weiter hochschleichen. Dieses Szenario muss unbedingt mal editiert werden. Immer wieder pfeifen. Ja. Sind ja gleich da, meine lieben Äste. Fünf Minuten. Ja, lässt man mich schon das Frühstücken kommen. Weiter hoch schleichen, schleich, schleich, schleich. Gleich sind wir wenigstens in Arosa. Oben.
Hier rechts mit diesem Beton ist auch wunderschön und da oben liegt Schnee auf dem Berg. Wird ja immer besser. Erstmal hier oben schön Bergwerk. Kohle leer. Ladestelle. Da ist ein LKW. Auch hübsch. Unbeschränkter Bahnübergang. Ich habe auf dieser Strecke mehr unbeschränkte Bahnübergänge gesehen als beschränkte. Jetzt schauen wir nochmal herum. Okay. Mal gucken, ob es jetzt wieder piepsen muss. Ja, auf jeden Fall lustig. Ja, jetzt fängt das Piepen an. Es nervt. Wir können ja ein wenig langsamer fahren. Jetzt schön mit 10 km/h rein.
wunderschön erstmal hier schön reinschleichen. Weil ja angeblich so viele Leute hier stehen sollen, ne? Fängt Zugsicherungssystem an zu piepsen. Ja, schauen wir uns mal erstmal den Zug an. Hier erste Klasse, sieht man Ansicht 5. Offenbar weiter zweite. Zweite, zweite, hier steht die Trulla, steig aus. Hier stehen auch noch Fahrgäste. Schauen wir uns jetzt noch die Auswertung an. Was bei rauskommt. Ah, goldener Stern, geil. Aber dann sieht man sich jetzt in der nächsten Folge, wenn es wieder als Let's Play Train Simulator. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.